Bald kommt der Super Mario Bros. Film in die Kinos. Luigi reagiert auf alle drei Trailer. Was wird er dazu sagen? Okay, also wenn es nach mir geht, können wir gerne starten. Ich bin auf jeden Fall bereit. Das freut mich, Luigi. Moment mal, wer sind Sie eigentlich? Ich bin der Regisseur des Films. Wow, wie cool. Okay, dann drücke ich auf Play. Mal sehen, was wir jetzt zu sehen bekommen. Ah, eine... Wow, was ist denn jetzt passiert? Das sieht gefährlich aus. Uiuiui. Wow. Wow, stopp. Das ist ja echt gefährlich. Was ist denn hier los? Gibt's da eine Feuersäule? Bei Feuer denke ich an eine ganz bestimmte Person. Ob das was mit der Person zu tun hat? Okay, schauen wir erstmal weiter. Da gibt's bestimmt noch mehr zu entdecken. Boah, ich wusste es doch. Ich wusste es. Das ist bestimmt König Bowser. Uiuiui. Der legt an. Hat er jetzt eine fliegende Festung? Oh, oh. Moment. Ich dachte, es geht um Bowser und jetzt kommt Kamek? Dieser Zipfelbubenträger? Also ich meine, ihr wisst ja, was ich meine, oder? Der hat eine Kapuze auf, das meine ich mit Zipfelbuben. Okay, ich würde sagen, machen wir erstmal weiter. So. Stopp. Moment, reden die jetzt auf Englisch? Können die kein Deutsch? Aber ich will ja den Film, wenn er rauskommt, auf Deutsch ansehen. Warum redet der jetzt auf Englisch? Wird noch nachsynchronisiert. Ach so, wir kriegen dann noch eine deutsche Fassung von dem Film. Okay. Ach so, der ist noch nicht fertig. Ach so, okay. Okay, ja, dann gucken wir mal weiter, was passiert. Und ich versuche mal, das Englische zu ignorieren. Okay. Aber wenn es mir auffällt, dann sage ich es nochmal, ja? Und schaut mal, die haben ja Knieschoner, die Koopas. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das haben die Koopas im Pilzkönigreich nicht. Haben die jetzt mehr Schutz? Naja, egal. Schauen wir erstmal weiter. Oh, da kommt er. Haha, Mario ist viel stärker, er wird dich besiegen. Uiuiuiui, was? Gibt es so viele Koopas? Oh, wow. Habt ihr die Stimme gehört? Uiuiui. Wow, Moment mal. Den kennen wir doch. Das ist dieser Pinguin. Dieser Pinguin aus der Schneewelt. Sag jetzt nicht, der kämpft gegen Bowser. Der ist doch verrückt. Das wird doch nicht funktionieren. Also, Prinzessin Peach hat immer gesagt, Eis gegen Feuer, nee, das funktioniert so nicht. Und das habe ich mir gemerkt. Mario schafft sowieso immer alles. Das ist ja langweilig, aber ich versuche da immer mit den Köpfchen an die Sache ranzugehen. Und das finde ich, das ist nicht schlecht. Aber mal gucken, was passiert, okay? Machen wir mal weiter. So, Achtung. Boah, wie sie schreien. Uiuiuiui. Oh nein. Oh, haha, ihr habt keine Chance. Oh, wow. Stopp. Der hat ja eine tiefe Stimme. Ich wusste gar nicht, dass der König der Pinguine so eine tiefe Stimme hat. Wie ist das zu verstehen? Der ist bestimmt stärker, als wir alle denken. In Wirklichkeit ist er der Übeltäter. Oh nein. Gleich mal weiterschauen, wie Bowser jetzt darauf reagieren wird. Der hat bestimmt schon Angst, oder? Okay, Achtung. Der lacht ja nur. Oh, was macht er jetzt? Hey, nein, ihr schummelt ja. Die haben ja auch keinen Zauber. Oh, nein. Hey. Oh nein, wir müssen die Pinguine retten. Nein. Stopp. Moment. Nein. Das stimmt so nicht. Bowser kann keinen Powerstern finden, wenn Mario eigentlich schon alle 120 Powersterne gefunden hat in Super Mario 64. Oder ist es ein anderer Stern? Aus Mario Galaxy? Aber da hat er auch alle 120 gefunden. Sogar 121. Oder, hä? Moment mal, worum geht es hier in dem Film eigentlich? Was? Ich verstehe das noch nicht. Aber, ja, okay, ich schaue es mal weiter. So.
Mario! Mein Bruder! Das ist mein Bruder! Hey, aufstehen! Aufstehen, Mario! Alles okay? Wow! Mario, wo bist du? Da war ich ja noch nie! Ist das immer noch das Pilzkönigreich? Mario, Moment mal! Mario, du... Hast du einen... Bist du im Stimmbruch, Mario? Mario, bist du älter geworden? Bist du jetzt erwachsen? Du bist im Stimmbruch. Mario, du klingst ganz anders. Oder liegt das an der englischen Synchronisation? Ich verstehe das nicht. Normalerweise sagt Mario sowas wie... Oh, it's me, Mario! Jetzt spricht er so englisch. Mario, bist du's? Mario, das ist dein Stunt-Double. Egal, machen wir weiter. Mario, sei... Wow! Oh, Toadie! Mit denen gehe ich immer einkaufen. Mario, wo willst du hin? Da ist das Königreich von Prinzessin Peach. Mario Brothers. The Super Mario Brothers Movie. Oh, wie cool. Moment mal, was sind das für Namen? Da bin ich. Oh, hä? Habe ich geträumt? Wann habe ich hier mitgemacht? Wann habe ich... Okay, Spaß beiseite. Ja, ich habe hier mitgemacht. Ja, auch ich bin im Film. Und ich zeige euch jetzt mal, was mir alles widerfahren ist. Okay, jetzt seid mal gespannt. Ich habe viel erlebt. Schaut mal. Hahaha, ich habe es noch geschafft. Moment mal, es wird noch spannender. Moment mal, das... Hä? Warum haben die das zusammengeschnitten? Die haben viel zu viel von Mario und von Bowser gezeigt und von mir fast gar nichts. Das gibt's ja nicht. Der zweite Trailer von der Super Mario Brothers Film. Los geht's. Da ist mein Bruderherz, da ist mein Bruderherz. Uiuiui, ein bisschen hell hier. Wow, der ist in Rom? In einem Kolosseum. Oh oh. Mario ist stärker als Donkey Kong. Los geht's! Mario, mach ihn platt! Ja! What? Moment mal. Stopp. Was ist denn hier los? Ich wusste gar nicht, dass das so enden musste. Mario, du hast mir da was verschwiegen. Und mal abgesehen davon, ist der Film immer noch ab 6? Der ist schon ab 12. Der Donkey Kong, der haut ihm ja richtig eins auf die 12. Schaut mal, wie er schaut. So oder so ähnlich macht er da gerade. Naja gut, mir soll es recht sein. Ich hatte das Problem ja nicht. Machen wir weiter. Wie? Nein, ja, das... Oh, nein, oh, es tut mir so leid. Das habe ich euch im ersten Trailer ja ganz verschwiegen. Mir war das so unangenehm, euch zu erzählen, dass, naja, ich zu Bowser zitiert wurde. Er hat da ein ernstes Wörtchen mit mir gesprochen. Naja, gut, Augen zu und durch, oder? Aber bald beherrsche ich die Welt. Ja, bald beherrschst du die Welt. Ich wusste auch gar nicht, was ich sagen soll. Ich konnte nur Yay sagen. Natürlich ist das nicht toll, aber er hatte mich da fest im Griff. Naja, und wie fest im Griff, das werden wir noch sehen. Da war ein Problem. Ein Mensch trägt einen Schnurrbart. So ja. Au! Allein wenn ich das sehe, das tut ja schon weh. Nein, warum haben die Szene nicht rausgeschnitten? Ich habe extra zum Regisseur gesagt, er soll das nicht mit reinnehmen. Das hat so weh getan. Egal. Ist ja vielleicht auch ganz lustig für die Zuschauer. Was soll's? Glaubst du wirklich, ich kenne jeden Menschen mit Schnurrbart, der sich so gut ansieht wie Au? Ich um seinen Au-Anfangsbuchstaben auf der ja. Oh ja, das muss ich ganz kurz erzählen. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Der ist ja auch noch nicht draußen. Das ist ja nur der zweite Trailer. Hier war ich mit meinem Bruder auf dem Weg zu Familie Scheigei. Die hatten nämlich ein verstopftes Klo. Und Mario hat mit seinem Superpömpel den ganzen Kladderadatsch aus dem Klo entfernt. Und das ging ein bisschen schief, weil ich dann noch was anderes versucht habe. Auf jeden Fall war das eine richtige Sauerei. Egal, das werden wir dann alles sehen. Das tue ich nicht.
Au, 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 au. Warum hat er das getan? Ich wollte doch kein Waxing von meinem Schnurrbart. Oh, na gut. Normalerweise stutze ich den immer. Aber so natürlich nicht. Bowser ist so gut. Wow, schaut euch mal die an. Seht ihr die Toads? Ich kenne sie alle beim Namen. Wir schauen uns hier nämlich, also nicht wir, aber die Toads schauen sich die große Karte an. Rechts unten ist Yoshi's Island, links unten Mushroom Kingdom, dahinter das verlorene Land von Kirby. Dann haben wir noch die Gobi-Wüste, Wobubabudu, hieß die so? Egal. Dann haben wir noch andere Kingdoms, aber das möchte ich euch jetzt noch gar nicht alles erzählen. So, die Toads, ich weiß, es interessiert euch nicht, aber es erzähle ich euch trotzdem, weil es mir echt am Herzen liegt. Fangen wir ganz links an, der in Rot, das ist der Albert. Der lilafarbene ist der Aaron. Der gelbe, das ist der Ali. Dann kommt der Andreas. Dann der Alexander. Dann kommt Abraham, der wird auch der Knochen genannt. Und dann haben wir noch Adelbert. Ja. Ach so, und der Grüne. Stimmt, das ist Peter Johnson. Warum der so genannt wird, weiß ich nicht. Sonst fangen ja alle mit A an. Naja. Aber wisst ihr, was ich interessant finde? Irgendwie sind das nur Jungs. Wo sind die ganzen Toadettes? Hab ich nicht verstanden. Egal. Machen wir weiter. Wie hier. Gemeinsam halten wir. Boah, wie viele das sind. Dieses Monster auf. Ja, halte sie auf. Sieh uns doch an. Wir sind super niedlich. Ihr seid niedlich und könnt gegen Bowser doch nicht ankommen. Machen wir uns doch nichts vor. Wen wir brauchen, das bin ich. Nur ich kann Bowser stoppen. Okay, nachdem ihr die letzte Szene mit Bowser und mir gesehen habt, wahrscheinlich eher weniger, aber Mario ist ja auch noch da. Mal gucken, was der so treibt. Ich mach das schon, kein Problem. Ja, Mario macht ein paar Mario Maker Level. Wow, wer hat denn die Mario Maker Level eigentlich gestaltet von euch? Das war doch bestimmt jemand aus der Katzen-Community, der extra für den Mario-Film beauftragt wurde, ein paar Mario-Level zu gestalten. Extra für den Film. Wer von euch war das? Schreibt das in die Kommentare. Irgendeiner von euch, oder? Ich weiß es nämlich bis heute nicht und der Regisseur wollte mir nichts erzählen. Komm mit, Mario. Unser großes Abenteuer beginnt. Das große Abenteuer. Ui! Der... Nein! Das muss ich Prinzessin Peach erzählen. Der küsst fremd. Mario küsst einen Cheep Cheep. Oh oh, Prinzessin Peach, ich hoffe, du bist nicht sauer. Oder sie war sogar dabei und hat es gesehen. Eieieiei, ist das unangenehm. Da draußen gibt es ein riesiges Universum. Also eines muss man sagen. Prinzessin Peach ist wunderschön. So charmant, so intelligent und aufmerksam, aber Daisy ist schöner. Ja, ja, oh, die Yoshis! Wow! Sie alle zählen auf uns. Oh ja, das weiß ich auch noch! Da hatte ich 2 Tage Kopfschmerzen danach. Das war so schwindelig danach. Also, mir war schwindelig. Wir sind durch dieses Portal geflogen und ich wusste nicht, wo vorne, hinten, links und rechts ist. Man soll ja immer über den Tellerrand schauen, ne? Über... Ach, egal. Auf jeden Fall war das sehr, sehr heikel. Boah, Mario! Du warst noch mit dem Auto unterwegs? Auf der Rainbow Road? Warum hast du mich nicht angerufen? Du weißt, für eine Spritztour bin ich immer zu haben. Oh, hat er einfach alleine gemacht mit seinen Freunden. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das nächste Mal lädst du mich aber ein, Kumpel, ja? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich war einfach nicht dabei. Sei vorsichtig beim Driften. Der Super Mario Brothers Film. Wow. Und wann kommt er jetzt endlich? Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir direkt an. Ja, der große Vulkan von Bowser. Oh nein, die Szene, in der wir alle gefangen sind. Oh nein. Der komische Luma. Ja, da hat ein Vogel. Was? Das nächste Leben? Stopp, 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 stopp.
Ja, gut, gut. Ihr müsst wissen, die Lumas, die werden ja immer wieder neu geboren. Ihr wisst nicht, wovon ich spreche? Okay, ganz kurz. Das war nämlich eine Referenz an Mario Galaxy. Wisst ihr noch? Ganz am Ende, wenn man das Spiel durchgespielt hat, sieht man, wie ein Luma wiedergeboren wird. Nachdem die ganz vielen Lumas eben das schwarze Loch gestopft haben. Ja, da können wir wirklich froh sein, dass wir mich haben, denn in Super Luigi Galaxy hab ich die Galaxie gerettet. Und da gab es das mit der Wiedergeburt des Lumas ebenfalls zu sehen. Das wollte ich nur mal gesagt haben, damit ihr wisst, woher dieser Satz kommen könnte. Okay, weiter geht's. Ja, lach nur. Ja, Koopas. Überall Koopas. Der hat eine riesige Armee, der Bowser. Aber das wollte ich nur mal hier gesagt haben. Goombas? Ja, da gibt es super viele und echt freche. Schaut mal, wie der eine Goomba dem anderen auf den Kopf, ja, oder in den Kopf beißt. Und der andere schaut auch ganz mürrisch nach oben. Naja, die Goombas sind ziemlich fies und wir alle wissen, dass sie durchaus die Möglichkeit haben, ganze Königreiche zu erobern. Habt ihr ja erst vor kurzem gesehen, wisst ihr noch? Die Goombas wollten alles kaputt machen. Allein der schwarze Goomba, der ist ja riesig und hält so viel aus. Ohne die Hilfe von Mario und Prinzessin Peach hätte ich das alleine niemals schaffen können, diesen Goomba zu bezwingen. Okay, aber mal sehen, was Bowser in seiner Armee noch so zu bieten hat. Und was immer auch die da sind. Was auch immer die da sind? Schaut sie euch an. Das sind kleine, traurige, putzige Stachis. Mensch, Bowser, warum sagst du denn sowas? Die schauen jetzt ganz traurig. Ich meine, Lakitu ist der größte Fan von den Stachis. Er wirft sie immer von seiner Wolke herunter. Doch mittlerweile... Ja, machen wir uns nichts vor, Lakitu ist schon alt, der ist jetzt in der Rente. Er bezieht Geld aus der Rentenversicherung und angelt den ganzen Tag. Mehr macht er nicht. Vielleicht ist deswegen Bowser so enttäuscht von ihm, weil er nicht mehr hilft, Mario zu stoppen. Ich hab keine Ahnung. Traurig ist es trotzdem. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Uiuiui. Nein, wir wollen nicht das Pilzkönigreich zerstört sehen. Ich habe keine Angst. Ich tue alles für meinen Bruder. Wir tun alles für mich. Oh, die staubtrockene Wüste. Nicht irgendeine, müsst ihr wissen, sondern aus Super Mario Odyssey. Kennt ihr sie? Die Brutzelebene? Uiuiuiui. Leider habe ich nie wirklich die Wüste erkunden können. Ich wollte ja auch gerne mal auf Miauxi reiten, aber... Naja, wisst ihr, ich find's viel spannender, mit meinen Ballons zu spielen. Doch leider kommt Mario so selten vorbei, sodass wir auch selten Ballonbalgerei spielen können. Naja, in Mario Kart ist es ja auch lustig mit den Ballons. Diese Battles. Ja, egal. Aber schön, dass auch hier Mario Odyssey aufgegriffen wurde. Aber Moment mal, seht ihr dieses kleine Detail da oben im Himmel? Da sind drei Pyramiden. Drei umgekehrte Pyramiden. Ich meine, dass eine Pyramide umgekehrt ist, das kennen wir aus Mario Odyssey, aber seit wann gibt es drei? Drei Pyramiden? Moment mal, habe ich Mario Odyssey etwa nicht durchgespielt? Fragen wir mal Katze, ob er die anderen Pyramiden suchen kann. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Vielleicht ist das eine Anspielung auf Super Mario Odyssey 2. Wird es so ein Spiel geben? Tja, auch das weiß ich leider nicht. Irgendwann werden wir es vielleicht herausfinden. Okay, schauen wir mal weiter. Wow, Moment mal! Was ist hier los? Donkey Kong bekommt eine Feuerblume? Nein. Donkey Kong ist ein Affe, er kann keine Feuerblumen aufnehmen, oder? Seit wann ist das denn möglich? Kann mir das bitte jemand erklären? Es gibt kein Spiel, in dem Donkey Kong eine Feuerblume aufnehmen kann. Aber wirklich keines. Gut, in Mario Kart kann er die Feuerblume aufnehmen, als Item, als Gegenstand, um damit zu werfen. Aber so eine richtige Feuerkraft kriegt er doch nicht.
Vielleicht täusche ich mich, aber nein, oder? Nein, einfach nein. Nur wir Mario Brothers dürfen Feuerblumen aufnehmen. Ja, und Rosalina. Das ist eine kleine Ausnahme in Super Mario 3D World. Wobei, ist sie nicht aus dem Pilzkönigreich? Na, streng genommen eigentlich aus der Galaxie, aber ja, egal. Sei's drum. Feuer! Naja, solange uns Donkey Kong hilft, ist ja alles gut. Uiuiui, Stampfattacke! Wow, wo sind wir denn jetzt? In der Garage? Was war das gerade? Wir sind in irgendeiner Garage. Ich habe die noch nie gesehen. Vielleicht stecken die Boxen-Stop-Toads aus Mario Kart Tour dahinter. Die haben wohl ihr eigenes Lager. Das war mir nie bewusst. Okay, interessant. Wow, Mario Kart! Yeah! Und mit... Wow, wow, was? Die haben Kanonen? Kanonen, um Koopa-Panzer zu verschießen und Kugelwillis? Stopp, 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 stopp. Was ist hier los? Das gibt's doch nicht. Kugelwillis gibt es zwar in Mario Kart, aber man wird selbst zu einem Kugelwilli, um schnell auf Platz 1 zu kommen. Zumindest weiter nach vorne. Aber dass man diese abfeuern kann, ist eigentlich nicht möglich. Außer aber als Kugelwilli, wenn man eine Party in Mario Kart Tour hat, was aber selten vorkommt. Naja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall ist das etwas, was es so nicht gibt. Ist das vielleicht ein kleiner Hinweis auf Mario Kart 9? Das kann nicht sein, es gibt doch die Booster-Strecken. Naja, vielleicht weiß da jemand mehr. Oh, Mario, mein Bruder! Oh, er wurde gerettet? Nein, er hatte Glück. Hey, lass den Koopa in Ruhe! Ich meine, wir müssen ja auch für die Bösewichter sein. Wir müssen ja auch für Frieden sorgen. Und sollten die Bösen nicht unbedingt überrumpeln. Oder erzähle ich jetzt etwas, was gar nicht stimmt? Wir sollen ja für das Gute kämpfen. Aber wir sollten den anderen nicht dabei leid tun. Mario, sei auf jeden Fall lieb. So, wow! Was hat der für eine Spezialkanone gehabt? Wow! Der Super Mario Brothers Film. Demnächst im Kino. Ja, es ist bald soweit. Und das war der Trailer. Wer von euch geht denn ins Kino, wenn der neue Super Mario Film ins Kino kommt? Also ich auf jeden Fall. Kennt ihr eigentlich schon das Video, in dem ich mit Mario Pokémon-Karten sammle, tausche und spiele? Tippt hier, um euch diese Geschichte anzusehen. Bleibt katztastisch!